So, Hallöchen, herzlich willkommen. Weiter geht's. Verfügbare Einladen. Hallo, herzlich willkommen zu FIFA 17 mit dem Club Vergosch. Lassen wir mal wieder ordentlich trainieren und mal die Jungs verstrade, Alter. Verstrade. Oh, hat er ein Tor gemacht? In eins der letzten Folgen. Richter. Jo, Richter. Richter ist nie verkehrt. So, und sonst haben wir noch einen Kehrer. Ja, wenn er gut ist, könnte heute auch irgendwas mehr aus ihm werden. Vogel. Ja, Ausdauer. So, wir simulieren alles. Aber Richter steigt auf Stufe 69. Alter Wahnsinn, Innenverteidiger. Krass. Sehr geil, freut mich sehr. So, heute geht's aber. Heute hängt er schon wieder. Nürnberg lässt Vergosch aufblühen, kennst du aus. Ah, heute hängt er wieder. Eieiei, und dann gehe ich ja Dortmund gleich. Am Donnerstag und dann am Samstag gleich gehe ich ja Dortmund. Wer macht denn den Spielplan von euch, ey? So, RB Salzburg, ah, 6 Punkte. Ah, Spiel um Platz 1 hätte ich gemeint. Spitzenspiel in unserer Gruppe. Wer hätte es gedacht? Ach komm, bitte lass ihn jetzt nicht hängen. Ach, immer das gleiche Theater. Immer das gleiche Theater. So. Das passt auch soweit. Sag mal, ja, ein Bojambalo müssen wir ja. Komm, wir spielen mal so mit der Mannschaft. Müssen wir halt dann gegen Dortmund wieder doch einiges ändern an der Mannschaftsaufstellung. Ah, könnte schwierig werden. Ah, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden dann im nächsten Spiel. Aber okay, wir müssen jetzt hier Europa League. Nein, Redondo. Ich hasse das, Redondo, ey. Ach, leck mich doch, komm. So, wir drücken weiter. Kein Bock, ey, bei der Hitze. So, Europa League, 1. FC Nürnberg gegen RB Salzburg. Stadion Olympic gibt es bei FIFA 18 auch wieder. Scheiße, das ist das beschissenste Stadion, echt. Ne, da gibt es noch eins, das ist noch kleiner. Ach Gott, ich will ein gescheites Stadion für Glück. So, hier die Aufstellung: Tordifferenz plus 5. RB Leipzig plus 2, die haben zweimal 1-0 gewonnen, kann das sein? Ja, könnte was werden. Könnte vielleicht doch was werden, Freunde. Ups. Sehr schön. Ups. Schöner Seitenwechsel. Auf Ferreira Silva. Alter. So Einwurf für den Club. Juhu, nein. Nein! Nein! Schöner Pass! Abseits! Oh, da hat er aber Fußfehler gehoben. Da hat er aber Fußfehler gehoben. Schiri sollen besser sein bei FIFA 18. Nicht, wenn der Schwurbel mit dabei ist. Oh, da kam er zu spät. Vorteil aber für RB Leipzig. Gut dazwischen. Es gibt Ecke. Hanno Behrens zieht noch die Gelbe hinterher. Ah, bereits nach 7 Spielminuten. Ist natürlich auch nicht gerade gut, ne? So, erst einmal Eckball jetzt. Raczkowski heißt der, glaube ich. Wow, Van Damme! Hau da einen raus! Da darf er auch klatschen! Mit was? Mit Recht? Van Damme hat einen. Edzardler, sehr schön, sehr schön. Kerk, Latte! Oder Pfosten, wie ihr es wollt. Eieiei. Erste gute Möglichkeit, die Klubberer rufen. FCN, FCN. Jetzt ist Stimmung hier. 12. Spielminute, erste gute Möglichkeit für den Club. Jetzt kommt aber die Leipziger, wollte ich schon sagen.
Sehr schön. Jo, Kerk, jetzt auf der anderen Seite. Ja! Ja! Geklärt! Kopfball! Kopfball, nix da! Ecke! Haha, gut gehalten, Junge! Geh mal gescheit zum Friseur. So, Ecke, Kerk, dreh die Kugel rein. Die Kugel ist gut! Ah, Kerk kommt nochmal hin. Ah, wieder nix, wieder nix. Kriegt er die Kugel noch? Der kriegt die Kugel noch. Nein! Was ist jetzt? Jetzt pfeift er abseits. Ah, Nürnberg klar am Drücker, Freunde. Nürnberg klar am Drücker. Hängt der? Nee, der hängt nicht, oder? Ich hoffe, das Spiel hängt nicht. Ui, Obacht! Pulisic! Kriegt er noch? Ui, ui! Ohohoho, Van Damme hält die nächste Kugel! Klasse Spiel von beiden nach 20 Minuten! Hohes Tempo, Torchancen auf beiden Seiten! So macht Fußballspielen Spaß. Jetzt vielleicht die Konterschuss. Ja! Bojan Ballo! Mr. Europa League! Bojan Ballo! Bojan Ballo! Tor 1:0! Ja! Joel! Bojan Ballo! Mit dem 1:0 für den Club! Klasse ausgekontert! 23. Spielminute! Der Club führt im Spitzenspiel! Hier setzt er sich wunderbar durch! Setzt er sich wunderbar durch und dann schiebt er ein ins kurze Eck. Joel Bojan Ballo. Tor für den ersten FC Nürnberg. Yes! Sehr geil. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich freue mich wie ein Schnitzel, hat er gemeint. Sehr schön. Jo. Leibold. Tim Leibold. Abfälscht. Schuss. Schuss. Tim Leibold. FCN. Der Club ist dran. Der Club spielt gut. Und Leibold mit dem Linken. Alter, der hat dann aber auch verzogen dann, ne? Tim Leibold mit der linken Klebe, den hätte ich es auch wieder gönnt noch einmal, oder? Den hätte er es auch noch mal gönnt. Sehr schön, ohoho, schau mal, wie die kombinieren. Unten, jo! Oben, jo! Alter! Ja, jetzt muss man sagen, jetzt kann auch Red Bull Salzburg. Kann jetzt auch von Glück sprechen, dass sie nicht schon mehr Tore hinter sich haben. Nicht hinter sich, sondern eingelocht haben, also, ne? Was schon. Ohoho. Vorsicht! Hui! So, und wie klären das gute Mannschaften? Eieiei, da wird er gefoult. Junge, wird er gefoult. Uhuhu, da wird er wieder umgeholzt. Eieiei. Das wird vermutlich die nächste gelbe Karte geben für den ersten FC Nürnberg. Erzeller Obacht geben. Sehr schön. Ah, schade, schade. Jo, Kammerbauer kriegt die nächste gelbe Karte. Ganz klar. Ganz klare gelbe. Patrick Kammerbauer, weiter geht's. Sehr schön. So, Pulisic. Sehr schön. Ja, richtiger Pass. Leibold, was möchte er? Sehr schön. Kein Abseits. Abgeblockt. Huhuhu. Junge, sehr geil gemacht.
So, nächste Kontermöglichkeit ne? Für Augsburg? Nee, für Salzburg natürlich. Wann da wir hatten, jo. Sehr schön. Kerk. Kann sich leider nicht durchsetzen. Ui. Da geht er von hinten rein. Und sowas soll angeblich, laut meines Wissens, dann bei FIFA 18 direkt mit Rot bestraft werden. Direkt mit Rot bestraft werden. Jetzt kommt Salzburg. Nochmal. Sehr schön. Und wieder nochmal ins Ausgelenkt. Und dann ist Halbzeit. Und Sebastian Kerk wird jetzt sicherlich nochmal eine gelbe Karte im Nachhinein bekommen. Ganz klar. So, weitere Partien. Köln führt gegen Trabzonspor. Leverkusen 0-1 gegen Spartak Moskau. Wen haben wir noch von unseren Jungs? Bremen fehlt noch, ne? Wo ist denn Bremen? Bremen 2-0 gegen Young Boys Berne. Jawohl, ja. So, leider dreimal gelbe Karte schon. Obacht. Vorsicht drüber. Huiuiui. Sehr schön, Pulisic. Nein, auf wen hat denn der Quarret auf dem St. Nimmerleinsdorf oder was? Sehr gut geklärt. Opa, upsala. Oh, gut gemacht. Sehr schön. Ja, Pulisic. Edzardler Pulisic. Wow. Nächste 1000%ige kannst du sagen. 1000%ige für den Club. Sehr schön. Eieiei, so jetzt werden wir mal hier doch. Wen hauen wir raus? Pulisic, ganz klar, Pulisic raus. Und ihn mal rein. Für Kerk. So. Dreifachwechsel bereits nach 57 Spielminuten. Obacht. Uiuiui. Berisha, der sieht mir was. Junge, Ball gespielt. Ball gespielt, Junge. So, Van Dame hatten, jo. Sehr schön. Vergos. Alter, sah mutig, was der macht, ne? So, Obacht. Ui, hoi. Vorsicht! Sehr schön. So, Felix Baslak, was macht der? Boyambalo! Joel! Boyambalo, sehr schön! Dann gibt's Freistoß und dann wird es sicherlich auch gleich die gelbe Karte noch hinterher geben. So ist es. Kaleta K. mit der Felix Basler. Kopfball. Hui. Verstrade war das.
Alter, Verstrade liebe ich, ne? Ohne Witz, der ist echt geil. Ohne Witz, der lässt sich super geil spielen. Verstrade. Alter. So, Kugel wird nochmal geklärt. Kopfball wird nicht gewonnen. Egal. Klub kriegt aber die zweite Kugel. Sehr schön. Cairo Henrique. Nein. Ui, Vorsicht. Obacht. Huhuhu. Obacht. Sehr schön. So. Ah, leider nichts. Leider nichts, Freunde. Leider nichts. Kommt drauf. Sehr gut. Wir haben das wirklich sehr, sehr geil im Griff. Bisher. So. So, wir machen das jetzt mal. Wir verschieben das jetzt mal alles gepflegt auf Konterspiel. Kehrer, Junge. Alter, schau, wie der abgeht. Verstrade. Noah, Verstrade. Verstrade! Oh, und dann war einer von den Gegnern noch dazwischen. Nur Verstrade. Geiles Solo, Alter. Geiles Solo. So, Pereira Silva. Nix da, Kopfball. Ah, schade. 85. Minute haben wir. Die Zeit läuft für den ersten FC Nürnberg. Kopfball wird erst einmal gewonnen. Sehr schön. Ja, ja! Bojanbalo 2-0! Die Entscheidung! Joel Bojanbalo! Von dem siehst du in der zweiten Halbzeit aber gar nichts! Und dann macht er es! Tor in Nürnberg 2-0! 87. Minute! Das war fein gespielt! Das war fein gespielt! Hier nochmal! Alter Schwede! Und dann wieder ins Kurzeck, Joel Bojanbalo mit seiner zweiten Buden heute. Das ist, glaube ich, auch sein viertes Tor schon in der Europa League. Doppelpack für Joel Bojanbalo. Gott sei Dank haben wir den nicht verkauft, ey. So, viertes Tor. Yes! Yes, yes! Die Entscheidung, liebe Fußballfreunde, 2-0. Nach 87 Spielminuten. Na, jetzt versuchen wir es nochmal. Hacki-Tricke 1, 2, 3. So. Alter, Van Dame. Der denkt sich an, nicht während meiner Schicht, Alter. Huhuhu, da wäre er fast nochmal durch gewesen. Ne? Egal. Kopfball wird. Sehr schön. Ja! Vergos! Nein! Zu weit vorgelegt, schade! Und dann ist es aus! Nürnberg gewinnt auch das dritte Spiel! Hintereinander in der Europa League! Jetzt haben wir 3 Punkte Vorsprung auf den zweiten! Und mindestens 8 Punkte Vorsprung auf den dritten. Nein, nicht mindestens. Mindestens 6 Punkte Vorsprung auf den dritten. Wenn nicht mehr. Punkt verdient gewinnt der erste FC Nürnberg. Überragende Leistung der Mannschaft. Unglaublich. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Also das war schon sehr, sehr souverän und überlegen. Gerade auch in der zweiten Halbzeit haben wir ja gar nichts mehr zugelassen. Alter Verwalter. Liebe Freunde, das war's. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis morgen. Euer Franconia. Servusle.